Freunde, heute ist es soweit. Wie fange ich eigentlich an? Ich habe vor 8 Wochen eine Frau kennengelernt, die echt witzig ist und auch richtig, richtig cool. Wir haben uns von Sekunde 1 mega gut verstanden und deswegen habe ich mir heute was Kleines überlegt. Und ich muss sagen, ich bin mega aufgeregt. Warum bist du aufgeregt, Bruder? Ja, das ist halt nicht mal eben so gemacht. Es ist ein großer Schritt. Es wird sich viel verändern. Falco? Sei nicht aufgeregt, das wird schon. Du hast dein ganzes Leben lang darauf gewartet. Es wird sich im Haus so viel verändern, das ist unglaublich. Willst du es sehen, Smiley? Zeig her, Bro. Du. Wir sind alle da, man, mach dir keine Sorgen, sie kann nicht Nein sagen. Okay. Alter, so aufgeregt war ich lange nicht mehr, aber ich bin richtig vorbereitet, alles ist organisiert. Ich werde einfach meine echten Gefühle rauslassen und ich hoffe, sie freut sich. Freunde, heute geht es um das goldene Ei. Wer auch immer dieses goldene Ei heute gewinnt, bekommt hier in diesem Haus... Oh mein Gott, es rast wieder. Bekommt ein Jahr lang alle Kosten von mir, von Lieferando erstattet. Das heißt... Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, den Tischtennisball, den ihr habt, hier am Anfang des Tischs runterzurollen und dann loszulaufen und auf der anderen Seite mit dem Mund aufzufangen. Ihr habt genau einen Versuch. Seid ihr ready? Ja. Wer möchte anfangen? Ich fange an. Ich will nicht. Okay, Tim fängt an. Jan muss das Ei in der Zeit halten. Das ist ein echtes Ei, ne? Das ist ein echtes Ei. Nein! Bist du bereit, Tim? Ja. Ha! Fang das schnell! Oh mein Gott! Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Frankie, du Respekt! Ich behalte es. Okay, hier. Okay, Ball rollen auf der anderen Seite mit dem Mund auffangen. Go! Der will gewinnen, glaube ich, auf jeden Fall. Nein! Das war deine Chance. Nein. Smiley, let's go. Bro, das wird ein teures Jahr für dich, glaube ich. Ich hoffe, Dima gewinnt. Ready? Ja. Go! Der nächste. Go! Leider nicht. Es ist schwieriger, als es aussieht. Dima? Let's go! Ich glaube, der Dima macht das. Ah. Oh. Ah, wieso Universum? Philippe, okay, 3. Oh, ne, okay. Wow. Wow. Ah. Ah. Neue Runde, neue Runde. Ach Freunde, was für ein schöner Tag, um im Wald spazieren zu gehen. Und zwar nicht alleine, sondern mit Stefan Gierig. YouTube Camp 2.0, let's go! Wir dachten uns, dass wir heute eine Mission haben. Und zwar versuchen wir, unseren alten Spot zu finden, wo wir YouTube Camp gedreht haben. Kennt ihr noch YouTube Camp? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Legendärste Zeit auf YouTube. Ey, komplett. Bis heute noch trage ich hier. Sieht man das? Das war der legendäre YouTube Camp Unfall, wo ich mir beim Holzschnitzen in den Finger geschnitten habe. Mit Dr. Bob. Stimmt. Wir versuchen auf jeden Fall diesen Platz wieder zu finden. Schaffen wir das? Ey, es wird wirklich schwierig. Wir waren da so mit Adrenalin voll gepumpt, die Wildschweine hinten an unseren Hacken dran. Ey. Wir waren ein paar Tage im Wald. Wir haben kaum geschlafen. Das war eigentlich Horrorcamp, ey. Boah, es ist so lange her. Vielleicht wird das Ganze ein Flop und wir müssen gleich einfach wieder zurücklaufen. Um da hinzukommen, muss man halt auch erstmal eine Stunde laufen. Steve G, ey, was waren das für Zeiten? Wir sahen auch beide noch voll anders aus. Halbe Stunde später, Stefan, ich glaube, wir finden es nicht. Ich dachte, das wird voll das epische Review, voll emotional. Digga, wir müssen diesen Platz finden, ohne Spaß. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde hier gelaufen. Rob meint, wir waren die ganze Zeit geradeaus. Und dann kommt hier diese Kreuzung nach vorne und keiner mal weiß mehr, wo oben und unten ist. Okay, sie müsste gleich eigentlich schon durch die Tür kommen. Ich würde sagen, ihr stellt euch dann einfach nach hier. Und wenn sie ja sagt, müsst ihr auf jeden Fall alle mega klatschen und applaudieren, okay, ja? Ich meine, das ist auch für euch ein krasser Step. So, es wird eigentlich das gesamte WG-Leben auf den Kopf stellen. Ihr steht hier, ich habe die Blumen in der Hand, ich habe die Schatulle in der Hand und dann knie ich mich hier einfach nieder und sag die legendären Worte. Du musst das überzeugt rüberbringen, Digga. Ja, als ob ich das nicht überzeugt schaffe. Ich weiß es nicht. Okay, ich weiß es auch nicht. Ja, was haben wir gemacht? Oh mein Gott, Alter, gleich ist es soweit. Runde Nummer 2, go. Boah, nein, das war viel zu schnell. Komm, 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 du schaffst das. Nein! Nein. Konzentration ist da jetzt, ich sag's dir. Go. Nein, der rollt doch schon wieder falsch. Uiuiui.
Na. Warum bin ich so schlecht im Rollen, Alter? Wenn du mir gleich im Weg stehst, dann ramm ich dich weg. Go! Boah, das wäre echt nicht nur gesagt. Nein. 3, 2, 1. Ich freue mich dann, wenn ich es will und nicht, wenn deine Kamera es will. Dima, komm, dein Moment. 3, 2, 1. Digga, das sind doch richtige Dima-Challenges eigentlich. Jetzt sind. Oh! Dima, du hast gewonnen! Was bestellst du dir heute Abend? Oh, ich glaube, ich habe so ein 5-Gänge-Menü im Kopf. Heute Känguru-Fleisch, Alter. Es gibt gerade die letzten Sommerstrahlen. Woo! Und das heißt, wir können auf jeden Fall Trampolin springen. Smiley ist schon fleißig, das Trampolin am Aufräumen. Solange man noch springen kann, auf jeden Fall eine Runde jumpen. Let's go. Flip-Challenge. Backflip. Okay. Nice. Jetzt bin ich dran. Let's go, Backflip, Digga. Ja, sauber. Frontflip. Frontflip, oder was? Ja. Nice. Ui, ui, ui. Das ist verbogen? Was? Okay, Frontflip, let's go. Easy. Nice. Clean, Digga. Sideflip. Nice. Der sitzt, Digga. Okay, jetzt du Sideflip. Der war clean. Ja, Mann. Wo ist Dima? Dima! Was hat der da an? Dima? Ja, Bro. Ist das die? Ich hab Gänsehaut ohne Spaß. Ja, Bro, das ist. Das ist das Schild. Ist das die Bank? Das ist sie wirklich. Das ist die legendäre Bank, wo wir in der zweiten Nacht schlafen mussten, weil wir in der zweiten Nacht Wildschweinbesuch hatten. Wir hatten wirklich Todesangst. Okay, und jetzt hier rein. Ja. Und dann nochmal 5 Minuten quer durch und dann sind wir da. Meinst du direkt hier rein? Freunde, das hier ist ein epischer Moment, denn hier habe ich mir in den Finger geschnitten. Hier ist es passiert. Da saß ich, hier habe ich geschnitzt und dann bist du darunter 100 Kilometer die Stunde hier runtergelaufen, kamst du mit dem Verbandskasten an und hast mir einfach geholfen. Danke nochmal dafür. Okay, jetzt müssen wir aber gucken, ob unser Steinkreis noch da ist. Hier war's. Siehst du es, was da auf dem Boden liegt? Hier waren sie im Kreis, hier haben wir das Feuer gemacht. Unser Zelt stand hier. Ja, hier hatten wir das aufgeschlagen. Wir haben so bergab geschlafen. Es war so unangenehm. Eine richtig, richtig schöne Erinnerung, nochmal da zu sein, wo irgendwo alles angefangen hat. Ja, Mann. Und Steve G, ich bin wirklich dankbar, dich kennengelernt zu haben. Auf die YouTube-Camp-Umarmung von damals. Die wurde oft immer wieder reingeschnitten. Die ist auch sehr herzlich gewesen, ja, Alter. Digga. Die war Legende. Es war so eine schöne Zeit, Alter. Das war wirklich, wirklich schön. Siehst du das da vorne? Es hängen immer noch dieselben Himbeeren. Sowas ist doch echt immer wieder schön zu erleben. Das ist so, wie wenn man im Urlaub war und den besten Urlaub in seinem Leben hatte und dann irgendwann wieder zurückkehrt und diese Flashbacks hat. Das ist unglaublich. Wow. Es gibt manchmal Situationen im Leben, du willst gleichzeitig baden und Trampolin springen. Früher wäre es nicht möglich gewesen, dreh dich aber mal heute... Dreh dich mal um. Damit einen Backflip, das wäre zu heftig. Ich da schaffe, Alter. Let's go. Heftigster Typ. Ich kann mich auch hochheben, Digga. Kommt die Meisterklasse von Trampolin springen. Seid ihr bereit? Alle sind ready. Oh, bist du bereit, Smiley? Auf jeden Fall, Alter. Let's go. Boah. Geil, geil. Jetzt fühle ich mich so komisch da mit diesem Ding. Was ist das? Man bewegt so viel Zeugs mit sich. Das ist gar nicht so einfach. Ja, das kennt Smiley auch. Und? Wow. Respekt, Mann. Richtig nice. Durchgezogen, Alter. Spaß gemacht. Showtime. Nein! Alles gut? Ja. Ich für dich. Warum? Sandy, wir haben uns erst vor ein paar Wochen kennengelernt. Ja, stimmt. Und Dinge passieren, da kann man ja nichts dran ändern. Ja. Und ich hätte eine Frage. Ja. Willst du bei uns einziehen? Ja, okay. Ich war so aufgeregt den ganzen Tag, wirklich. Ich war mit dem Haus. Ja, ich bin jetzt verheiratet mit dem Haus. So schnell kann das gehen. Ja, Mann, Alter. Heute ist der Tag gekommen.